So, jetzt fangen wir gleich mal mit einer Aufwärmübung an. Und zwar, so wie im letzten Tutorial auch, multiplizieren wir jetzt einfach mal eine etwas größere Zahl mit einer einstelligen Zahl. Und dann da fangen wir, wie im Beispiel von der Khan Academy auch, einfach mit der 64.329 an. Also 64.329 mal 4 wollen wir rechnen. Und da ziehen wir wieder unseren Strich drunter. So, und mit der fangen wir an. Ich hoffe, das ist leicht genug zum Aufwärmen. Damit unser Gehirn nicht verkrampft, gehen wir da einfach locker mal durch. Also, wir fangen wieder an. Wie in der letzten Übung auch schon besprochen, zuerst multiplizieren wir 4 mit der 9, also mit der Zahl ganz rechts. Also 4 mal 9. Und was ist das? Dazu hast du ja schon dein 1x1 auswendig gelernt, hoffentlich. Da müsste dir das ganz, ganz leicht einfallen. Also 4 mal 9 ist 36. Ich denke, das weißt du. Und die 36 schreiben wir jetzt angefangen mit in die einer Stelle. Also hier zeichnen wir mal die eine Stelle hin. Und da fangen wir an, die Zahl auch einzutragen. Also 36. Die 3 steht in der Zehner Stelle. Und du siehst ja, also das ist 36 kann man auch schreiben. Das ist das gleiche wie 30 plus 6. Also das ist dann hier quasi die Einserstelle und das ist hier 3 Zehner sind es ja. Also das ist die Zehnerstelle. Ja, also hier Einser und Zehnerstelle. So, dann rechnen wir direkt weiter. Da rechnen wir als nächstes die 4 mal die 2. Und das ist auch ganz einfach, das weißt du ja noch von einem 1x1. 4 mal 2 ist 8. Und da wir hier jetzt eins weiter nach links gerutscht sind, machen wir das gleiche jetzt auch für das Ergebnis mit der 8. Das heißt, anstatt das in die 1er, schreiben wir das jetzt in die 10er Stelle rein. Das hat damit was zu tun, dass die 2 hier auch auf der 10er Stelle steht. Das heißt, das ist genau der Grund auch. Wenn du eine Zahl mit der 10er Stelle multiplizierst, musst du auch in der 10er Stelle anfangen. Das ist auch ganz einfach. Und genauso machen wir jetzt weiter. Jetzt rechnen wir 4 mal 3. 4 mal 3, und das weißt du auch, das ist 12. Und wo fangen wir jetzt an? Genau in der 100er Stelle. Die 3 steht in der 100er Stelle und die 100er Stelle ist hier. Da fangen wir also mit der 12 an, mit der 2 von der 12 und die 1 schreiben wir in die 1000er Stelle. Jetzt geht es schon ganz, ganz weit hoch. Ich male mal hier unsere kleine Tabelle noch ein bisschen weiter. Also hier haben wir die 100er Stelle. Und da kommt jetzt schon die 1000er Stelle und wer weiß, vielleicht geht es ja noch weiter. Ich zeichne einfach mal noch ein paar Spalten mehr. So, jetzt steht da die 12. Das heißt, jetzt haben wir 4 mal 3 multipliziert. Jetzt kommt noch 4 mal 4. 4 mal 4. Und 4 mal 4 ist 16. Und die 4 stand in der Tausender Stelle. Das heißt, 1er, 10er, 100er, 1000er. Da fangen wir an zu schreiben. Das ist die 16. Und ganz zum Schluss rechnen wir noch 4 mal 6. Also hier oben ist die 4 mal 6. 4 mal 6. Und 4 mal 6 ist 24. Und die 24 schreiben wir jetzt in die 10.000er Stelle. Also da geht es schon ganz weit hoch hinaus. Das ist ja auch eine große Zahl, die wir hier genutzt haben für die Übung. Das heißt, hier fangen wir mit der 24 an, mit der 4 von der 24 und schreiben die da rein. Und jetzt rechnen wir einfach alles zusammen. Das heißt, wir addieren alle Zahlen, die übereinander stehen. Es geht ganz einfach. Du addierst jetzt einfach alle Zahlen, die in der gleichen Spalte stehen und schreibst das Ergebnis dann unten drunter. Eventuell musst du dir dabei auch eine Zahl merken. Das machen wir mal. Also die 6. Dann 8 plus 3. 8 plus 3 ist 11. Also in die Stelle schreiben wir die 1 von der 11 und 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Die schreiben wir hier dazu. Und dann haben wir 1 plus 2. Das ist 3. Und 6 plus 1 ist 7.
Und 4 plus 1 ist 5. Und hier steht nun die 2. Die kannst du also direkt nach unten ziehen. So, und dann ist das Ergebnis 257.316. Du kannst auch hier einen kleinen Punkt schreiben. Alle drei Stellen, also bei dem Tausenderwechsel, damit man es ein bisschen leichter lesen kann, kannst du hier einen kleinen Punkt schreiben. Wenn du jetzt hier noch mehr Zahlen, noch mehr Ziffern stehen hättest und die Zahl noch größer wäre, dann kannst du hier auch noch einen Punkt machen und dann geht schon in die Millionen rein. Das machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Also du hast gesehen, du kannst jetzt eigentlich beliebig große Zahlen genau in dem Muster zusammenrechnen und du brauchst dazu nur das kleine 1x1 Wissen. Das ist eigentlich ganz leicht. Ich hoffe, das hast du so verstanden, weil jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt hast du gesehen, wir haben in der letzten Übung und hier einfach eine große Zahl mal eine einstellige Zahl genommen und jetzt wollen wir eine Zahl mit einer zweistelligen Zahl multiplizieren und schauen wir mal, wie das funktioniert. Und ich verspreche dir jetzt schon, es geht genau mit dem gleichen Muster. Also, was rechnen wir denn? Jetzt rechnen wir 36 mal 23. So, und da machen wir genau das gleiche wieder. Ich nehme mal hier eine andere Farbe. Zuerst gehen wir von ganz rechts, nehmen die 3 und multiplizieren die mit der rechten Ziffer von der 36. Also 3 mal 6. So, und dann wirst du sagen, 3 mal 6, das ist aber einfach. Das ist 18. Gut, dann schreiben wir die auch schon in unsere einer Spalte. Ich male jetzt mal die Spalten nicht mehr auf, weil du weißt ja schon genau, wie das geht jetzt, ne? So, und jetzt nehmen wir die nächste Farbe. Jetzt rechnen wir 3 mal 3 und 3 mal 3 ist auch ganz einfach. 3 mal 3 ist 9 und das schreiben wir in die Zehnerspalte, also hier hin. So, und jetzt, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt haben wir alle Ziffern mit der 3 multipliziert, 3 mal 6 und 3 mal 3. Und jetzt rechnen wir die Zehnerspalte. Und jetzt rechnen wir also die 20er. Also 2 mal 6. 2 mal 6, vielleicht schreiben wir es mal so. 2 mal 6 und 2 mal 6 ist 12. Und wir fangen an, jetzt in der Zehnerspalte anzuschreiben, weil die 2 steht ja auch in der Zehnerspalte. Das heißt, so. Und zum Schluss rechnen wir noch 2 mal 3. Und 2 mal 3 ist auch ganz einfach. 2 mal 3 ist 6. Und das schreiben wir in die Spalte 1 weiter links und das ist die 100er Spalte. So, und jetzt haben wir auch schon fast unser Ergebnis. Jetzt braucht man nämlich nur noch die ganzen Zahlen zusammenzurechnen und zu addieren. Und dann zählen wir mal. Also in der Spalte steht nur die 8. In der Spalte 1 plus 9 plus 2, das ist 12. 1 plus 9 ist 10, plus 2 ist 12. Schreiben wir hier also die 2 rein und 1 gemerkt. Und hier ist die 1, die 6 und die 1. Das ist insgesamt 7, wenn wir das zusammenzählen. Das heißt, wenn wir 36 mal 23 rechnen, kommt als Ergebnis 828 raus. Sagst du dir vielleicht, ist ganz leicht? Ist es auch. Und genauso funktioniert es. Und wenn du diese Regel anwendest, einfach immer in die richtigen Spalten unten eintragen und von rechts anfangen, dann kannst du solche Rechnungen ganz einfach lösen. Du könntest auch von links anfangen, ist aber, da musst du einfach aufpassen, in welche Spalten du das schreibst. Und deshalb ist es von rechts viel einfacher. So, und die letzte Aufgabe, die wir heute noch rechnen, ist relativ witzig. 77 mal 77 hat sich der Cell was Schönes ausgedacht. So, und es ist eigentlich auch ganz einfach. Und ich hoffe, das verwirrt nicht so sehr, weil am Anfang rechnen wir jetzt erstmal 7 mal 7. Ja, und 7 mal 7 ist, vielleicht schreibe ich hier mal, nehme ich lieber mal eine andere Farbe. 7 mal 7 ist 49. So, und das tragen wir jetzt wieder in die ganz rechte Einerspalte ein. Da steht die 9 und in die Zehnerspalte kommt die 4. So, und jetzt multiplizieren wir 7 mal diese 7, also die 7 in der Zehnerspalte. Das ist natürlich auch 49. Das muss nur einfach in der Zehnerspalte eingetragen werden. Und da es eine zweistellige Zahl ist, rutscht die 4 in die 100er Spalte. Also das ist einer Zehner.
100er Spalte. Ja? Einer, Zehner, Hunderter. Ich hoffe, du kannst das lesen. So, und jetzt rechnen wir 7, diese 7 mal 7. Das ist auch 49 natürlich, 7 mal 7. Und das ist jetzt die Zahl hier in der Zehnerspalte. Das heißt, das kommt auch hier. Fangen wir in der Zehnerspalte an einzutragen. Die 9 in die Zehner, die 4 in die Hunderterspalte. Und 7 mal diese 7 ist auch 49 natürlich. Aber wir tragen das jetzt in die Hunderterspalte ein, weil hier stand die 10 schon in der, die 7 schon in der Zehnerspalte und hier auch. Und da müssen wir einfach entsprechend reagieren und es dann 1 weiter links in die Hunderterspalte eintragen. Also so. Und jetzt klingelt hier das Telefon. Ich mache das mal kurz aus. Sorry dafür. Und unterm Strich, was kommt dabei raus? Zählen wir es zusammen. Einfach plus und 9. Und da haben wir 4 plus 9 plus 9 ist 22. 2 gemerkt. Und 4 plus 4 ist 8. Plus 2 ist 10. Plus 9 ist 19. Also die 1 von der 19 ist 1 gemerkt. Und 4 plus 1 ist 5. Und damit haben wir auch unser Ergebnis. 5.929. Also 77 mal 77 ergibt 5.929. Ich hoffe, du hast es dir gut merken können. So funktioniert die schriftliche Addition zumindest an den allermeisten deutschen Schulen. Das ist, wie gesagt, etwas anders als der gute Saldes erklärt in seinen Videos. Aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Und ich hoffe, du findest daran gefallen. Und viel Spaß damit. Tschüss.